Also wir sind dort hingegangen und es ist riesig und es sieht so überwältigend aus. Es war wirklich wunderschön und die Wellen waren sehr hoch. Also es war wirklich schön dort zu sein. Da zu stehen war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Hey, ich bin Alicia und ich befinde mich gerade mit der Organisation Kulturwerke Deutschland in New York auf Long Island. Ich bin jetzt schon seit 2,5 Monaten hier und ich glaube noch 2,5 weitere Monate. Und heute erzähle ich euch von ein paar Sehenswürdigkeiten hier, wo ich wohne, und ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Video. Genau, also ich denke, wenn man an New York denkt, dann denkt man eigentlich so an die Stadt selbst, also New York City. Ich fahre mit einer Freundin ungefähr alle 2 Wochen in die Stadt, also wir brauchen eine Stunde lang mit dem Zug nach Manhattan. Und ja, dort gibt es ja einige Sehenswürdigkeiten. Was wir so am Anfang auf unsere Liste gesetzt haben, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall Times Square. Also wir sind dort hingegangen und es ist riesig und es sieht so überwältigend aus. Und es ist echt wunderschön, genau was man sich so vorstellt, wenn man an New York City denkt. Und wir sind auch beim ersten Mal, als wir in der Stadt waren, aufs Empire State Building gefahren. Und auch die Aussicht da war wunderschön. Als wir beim zweiten Mal dort waren, sind wir dann am Abend auf dem Rockefeller Center gefahren und dann war es eben auch schon dunkel und dann war die Aussicht eben, also alles hat geleuchtet und es war natürlich auch nochmal was ganz anderes. Dann war es uns wichtig, dass wir das Denkmal von 9/11 angeschaut haben und das sieht wirklich, also es ist wirklich überwältigend, das ist riesig und es wurde auch schön gemacht, also ich finde das wirklich eine gute Weise, das zu erinnern und also es wurde echt gut gemacht und da zu stehen war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Was wir für nächstes Mal noch vorhaben, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, ist die Freiheitsstatue. Beziehungsweise wir haben sie gesehen, aber von sehr weit weg. Und es gibt ja die Möglichkeit, dass man mit einer Fähre nach Staten Island fährt, wo man eben ziemlich nah an der Freiheitsstatue vorbeifährt. Und das planen wir auf jeden Fall noch zu machen. Das letzte Mal, als wir in der Stadt waren, sind wir mit der U-Bahn eher weiter nach unten gefahren in Manhattan und sind da dann eben auch in Soho gewesen, was relativ nah an Chinatown liegt. Wo wir dann eben durchgelaufen sind. Chinatown ist auch, also ich denke mal, ähnlich berühmt wie Little Italy, was wir auch auf jeden Fall noch planen, dass wir da noch hinkommen. Was wir noch gesehen haben, ist Museum of Modern Art. Das war auf jeden Fall wunderschön, auch richtig interessant. Da ist ja auch, ich glaube, es heißt Sternenacht von Picasso hängt da drin. Das haben wir uns angeschaut. Und dann ein weiterer sehr berühmter Ort in New York City ist der Central Park. Und als wir in den Central Park gefahren sind, war es noch nicht ganz herbstlich. Also die Blätter haben noch nicht alle so ihre Farben angenommen, aber es sah auf jeden Fall schon sehr schön aus. Und wenn man Gossip Girl angeschaut hat, weiß man auch, dass Blair und Chuck dort geheiratet haben. Und dann sind wir eben auch noch zu dem Ort gelaufen, wo das war, und haben uns das bisschen angeschaut und uns da ein bisschen hingesetzt. Und es war auch sehr hübsch. Dann habe ich noch 3 Sachen hier auf Long Island selbst rausgeschrieben. Auf jeden Fall den Ort Montauk besichtigen. Und das ist, wenn man so richtig östlich auf Long Island ist, wo auch die Hamptons sind, was auch ein Punkt auf der Liste ist, dass man mal in den Hamptons war auf Long Island. Und das letzte ist Robert Moses State Park. Das ist wirklich also ein riesiger Strand, wo es mehrere so Stationen gibt. Als ich am 1. September angekommen bin, sind wir auch in den Tagen, bevor die Schule angefangen hat, dorthin gefahren an den Strand und sind dort sogar ins Wasser gegangen. Es war wirklich wunderschön und die Wellen waren sehr hoch, also es war wirklich schön dort zu sein. Das ist also, wenn Long Island so aus den Vereinigten Staaten rauskommt, ist es eben auch nochmal so eine einzelne Insel, die da drunter ist quasi. Und das ist natürlich auch cool, wenn man so in beide Seiten quasi schauen kann und dort Wasser ist. Ja, und dann gibt es natürlich diese typischen Sachen einfach für Amerika insgesamt. Also man muss mal im Target gewesen sein, man muss mal im Walmart gewesen sein. Und was ich persönlich auch sehr oft gehört habe, also zum Beispiel so durch Social Media oder so, was sehr typisch ist hier, sind so Farmers Markets. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, da morgen hinzufahren und mir das auch mal anzuschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn auch ihr ein Auslandshalbjahr oder Jahr plant, zum Beispiel in den USA, dann wählt jetzt auf jeden Fall die eingeblendete Nummer und vergesst auch nicht, den Kanal von Kulturwerke zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst.